So, wieder hallo und es kommt zurück zu einer neuen Ausgabe von Need for Speed Heat. Und heute geht es wieder in die Nacht rein. Wir müssen ein bisschen Heat erzeugen, nämlich. Und ja, das mit unserem wunderschönen 370Z, weil wir wollen ein bisschen weiter fortschreiten, um vielleicht neue Autos freizuschalten, um uns einen neuen Drifter zu holen, weil die Drift Sideline Story ist frei und ja, die wollen wir natürlich auch mit einem passenden Auto anlegen. Deswegen werden wir uns einmal unsere Nacht herausfahren, wieder raussuchen. Heat 2 Verfolgungsjagd entkommen, zwei Cops ausschalten und 6 Verkehrsteilnehmer. Absolut hardcore gefährden. Das sind Sachen, die ich sehr gut kann. Alles im Perfekt passieren wird und super. So, ich wollte euch ja noch eine Sache zeigen. Genau, passive Items. Das ist nämlich das, was ich euch letztes Mal erklärt habe. Die kann man nämlich hier hinten ausrüsten. Und kann man sich so eben, ja sagen wir mal, seinen Wagen nochmal ein bisschen verbessern. Aktiv kannst du eben, ja sagen wir mal, selber ausrüsten oder selber aktivieren. Nitro-Auffüllung, Kill-Switch-Steuersender deaktivieren und die Karre reparieren, was natürlich brutal ist, ein Reparaturkit dabei zu haben, wenn du gerade keinen Tank in der Nähe hast. Das wird eine Sache sein, die ich, denke ich mal, auf jeden Fall meine Autos für Folgensagen aktivieren werde. Ja, dann haben wir eben noch unsere Passiven, die sind immer aktiv und ja, das ist halt einfach dafür da, die Polizei findet mich schwerer, wenn ich das drin habe. Die Polizei sieht den Wagen nicht so schnell auf der im Radar und findet mich auch nicht so schnell wieder. Also Nitrowandler, Radarstoffe, Reifenpumpe, Schadenserhöhung. Wir können jetzt auch den Wagen dafür auslegen, dass er mehr Damage macht. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal, was wir jetzt so Schönes machen können. Wir haben ja momentan noch nicht groß was freigeschaltet. Wir können hier am 370Z noch nichts machen. Der ist nämlich noch zu schnell eigentlich für unseren aktuellen Score. Deswegen würde ich mal sagen, wir rüsten noch kurz Neon aus, habe ich gesagt. Das muss auf jeden Fall noch in die Kiste rein. Wunderschönes rotes Neon kommt unter unseren 370Z. Und mit dem wunderschön ausgerüsteten Perk gehen wir in die Nacht herein und sammeln ein paar Erfahrungspunkte, liebe Leute. Sammeln mal ein bisschen, ja, Respektpunkte. Wir haben ein neues Drift-KFZ. Und da ist die Nacht perfekt für, um uns ein bisschen mit den Jungs anzulegen. Weil genug Geld haben wir jetzt für das nächste Auto auf jeden Fall. Das mit dem Neon sieht leider echt geil aus. Das gefällt mir echt gut. So, wir haben, glaube ich, diese Nacht nur Rennen. Ich glaube, wir haben keine Ender-Mission. Die letzte Nacht lief ja auch nicht so gut. Da wurde Enders Karre ja konfisziert. Und ja, das ja, wollen wir ja gerne verhindern, dass das nochmal passiert. Sagen wir mal so. Dementsprechend werden wir jetzt einfach ein paar schöne Rennen fahren, würde ich sagen. Hier vorne ist direkt ein wunderschönes Sprintrennen, das wir uns anschauen können. Oh, Neon kommt geil. Neon kommt sehr, sehr geil. Fällt mir gut. Schaffe ich das Ding eigentlich vielleicht mittlerweile jetzt? Warte mal, wir probieren es mal aus. Come on, das Fliegen. Ja, absolut. Perfekt getroffen. Wunderhübsch. Gut, dass dieses Ding jetzt nicht mehr da steht. Ich bin so stolz drauf, dass ich das so schön umgehauen habe. Das Gute ist aber, unsere Route, die wir jetzt fahren, haben wir direkt die Bullerei. Na gut, wir müssen ja auch zwei Cops ausschalten. Also, die habe ich jetzt nicht direkt als erstes vor, weil das... Jetzt wird die Nacht schon wieder sehr anstrengend, wenn ich die Rennen schon unter Heat 5 verfahre. Was machst du da, Kollege? Ich bin mir... Ich glaube, er weiß selber nicht, was er da macht. Ich glaube, der Polizist ist selber mit sich gerade überfordert. Wir sind ja Gott sei Dank noch Heat 0. Also momentan sind wir noch gar nicht auf dem Radar wirklich. Das passiert natürlich jetzt gleich, sobald die ersten Rennen fahren, wird sich das leider rapide ändern. Aber na gut, wir gucken mal. Wir schauen mal, was wir hier so reißen können in unserer neuen Nacht. Ist auch gut, dass wir daraus gelernt haben, ne? Von der Freundin die Karre wegkonfisziert, erstmal den nächsten Tag wieder Rambazamba schieben. Ich hab's drauf auf jeden Fall. Einzige, was ich nicht haben möchte, dass wir erwischt werden, weil wir haben einmal schon 50.000 in der Nacht gelatzt. Ich möchte echt die 86 jetzt gerne mal behalten. Wir haben echt gerade gut Geld auf dem Konto und ich will das eigentlich ins Auto investieren. Und ne, 78.000 haben wir durch. Stimmt, ich habe Neons gekauft. Aber das Geld möchte ich auf jeden Fall in das nächste Auto investieren und nicht wieder verlieren. Das wäre echt sexy. Das wäre echt ganz geil eigentlich. So, zwei Events müssen wir gewinnen. Zwei Events müssen wir gar nicht gewinnen. Aber wir fahren die Events einfach nur, weil es gibt Erfahrungspunkte. Und reizt die Bullerei. Und das ist auch gut. Und es gibt Sprintrennen in der Nacht. Das ist sowieso mein Lieblings-Event-Typ. Deswegen ist die Nacht, was Rennen angeht, noch ein Takt beliebter für mich. Es ist schön, dass man wieder alte Gesichter vom Tag noch sieht und alle Leute genauso gestört sind. Oder was die Reifenqualm kann man ja auch wechseln, das werde ich natürlich aber nur an so einem Driftern wechseln. Weil ich finde es bei normalen Autos ein bisschen mehr, außerdem sieht man es eh nicht so viel, wenn ich Autos für Rennen auf Grip baue. Da sollte so viel Reifenqualm nicht entstehen, weil ich Reifen derzeit versuche Grip zu fahren. Dementsprechend werde ich es da eh vermeiden und werde höchstwahrscheinlich sehr viel das Ganze eben bei den Driftern nutzen. Weil da passt es auch optisch dazu, wenn man da noch ein bisschen mit Reifenqualm rumspielt. Ist einfach so ein cooles Gimmick noch, finde ich zumindest. Ich hab mal echt ein Trauma von Jack, ne? So Silvia ist 15, ne? Ich kann bald nicht mehr schlafen, wenn ich die Autos sehe. Der ist halt immer so assig schnell, der Junge. Da hast du schon keine langsame Karre eigentlich für den momentanen Spielstand.
Und trotzdem ist er den grünen Boden gefahren. Das gibt es nicht. Jetzt sind wir dran, jetzt sind wir dran. Haha, Windschatten. Bitch, und ich hab noch Nitro. Das werde ich aber, glaube ich, nach der Kurve jetzt nutzen. Ja, da kommt nämlich eine 90-Grad-Kurve. Da wäre Nitro jetzt eine sehr dumme Stelle. 6 Verkehrsnehmer haben wir abgehakt. Habe ich ja gesagt, Leute gefährlich auch passiv. Da brauche ich nicht aktiv draufhalten. Ist immer noch dran, ey, es gibt es nicht. Ich war gerade auf den Map am gucken und dachte, oh, das ist ja weit weg. Aber dann habe ich gesehen, dass der Sohn da dran ist, aber auf der Map nicht mal angezeigt wird. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Wie oft ich immer noch Plakate in der Decke, ne? Teilweise denkt man sich, oh ja, ich bin doch hier überall schon mal lang gefahren. Nein, anscheinend nicht. Anscheinend eindeutig nicht. Hier können wir jetzt mal Nitro zünden, das lohnt. Oh, er hat auch wieder einen Fehler gemacht. Jetzt ist er wirklich so weit weg hier auf der Map. Okay. Jetzt passt es. Ah, der hat vorher auch gepasst, ich habe ihn nur nicht gesehen. Rip ist live. Gib ihm. Schönes Bergabstück auf jeden Fall. Ich hoffe, dass echt jetzt kein Auto kommt, sonst scheppert das gleich so hardcore. 260. Die Kurve kriege ich nicht mit 260. Oh, leichter Drift, alles gut. Und bremsen. Bremsen. Oh, Handbremse, komm, rum da. Die Kurve war doch noch ein bisschen enger als erwartet mit dem Tempo, was wir da ankamen. Okay, für den nächsten Level brauchen wir noch 2200 Erfahrungspunkte. Nebenbei sind die Zahlen mittlerweile auch oben eigentlich richtig, weil vorher hat man sich immer gefragt, was heißen die Zahlen. Das ist einfach nur der aktuelle Level oder der nächste Level. Sollte das immer heißen. Ich weiß nicht, warum das in jedem Entwicklerbild, den die gezeigt haben, überhaupt nicht funktioniert hat. In jedem Entwicklerbild standen da oben irgendwelche Zahlen, wie sie lustig waren. Jetzt macht es mittlerweile aber Sinn. Das ist ganz gut so. So, wir sind nämlich schon Level 9. Wenn wir die Nacht beenden, würden wir schon Level 9 werden, aber... Das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Ich muss meine Peitsche rausholen. Das reicht uns noch nicht. Wir wollen ein paar mehr Level machen. Weil ich will ein bisschen Autos freischalten. Mit Level 10 schalten wir in die nächste frei. Level 9 gibt es, glaube ich, keine Autos gerade. Und ich will ein bisschen Auswahl für meinen Drifter haben. Deswegen. Machen wir ein bisschen mehr in der Nacht. Außerdem ist die Nacht ja unterhaltsam. So ist ja nicht. Müssen wir den Bullen auf jeden Fall noch anlegen. Wir sind aber eh noch Heat 1 momentan. Ist momentan eh noch irrelevant. Und dann wird mir den Rennen eh kommen. Also da brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich werde mich diesmal auch in keine Heat 5 Verfolgungsjagd stürzen. Sobald ich die Sachen abgeschaut habe, werde ich jeden Küche erst in der Nacht rausbegeben, um einfach kein Geld zu riskieren, weil momentan will ich es ausgeben. Wenn wir Geld und Masse haben, dann ist mir scheißegal, dann kann ich hier auch in der Nacht Ramazamba schieben und gefühlt Palm City im Weltkriegsszenario ändern, aber haben wir einmal gemacht, haben gemerkt, war nicht so gut. Machen wir nicht nochmal. So. Rennen, rennen, rennen. Stich Flammen, Bitch. Ich mag auch die kleinen Felgen wieder. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich wieder auch wieder ein Fan von diesen Michi-Reifen. Also so ein bisschen mehr Reifen und weniger Felge, eben diesen bisschen mehr Motorsport-Look geben. Finde ich mittlerweile, muss ich sagen, wieder cool. Nicht in jedem Auto, es gibt Autos, wo ich einfach sage, okay, so gezogene Reifen oder so passt einfach grundsätzlich besser zum Style. Aber hier, also im Japaner, muss ich sagen, würde ich immer breite, fette Reifen fahren. An Subi und allem, weil ich finde, das vom Style wirkt einfach viel passender. Jo, erstmal durch die Wiese. Alter, wo schickst du uns denn her, Spiel? Oh, scheiße. Komm rum. Ich hab halt kein Allrad. Der Evo auf Platz 1 hat Allrad. Jetzt kann man sich vorstellen, wie fair das Ganze ist. Okay, das wird jetzt eine lustige Mission hier. Hier kann ich ein bisschen cutten. Das ist der einzige Grund, wie ich auf den Evo aufholen kann. Weil in dem einen Abschnitt wird der leider super viel Zeit jetzt mal gut machen. Aufgrund dessen, dass er eben nicht so einen Griffverlust hat wie wir. Jetzt überhaupt vorankommt. Ich komme ja gefühlt im Offroad ja gar nicht voran, weil unser Wagen ja nicht dafür gebaut ist. Es gibt ja auch Offroad-Teile, die haben wir aber nicht eingebaut. Deswegen. Und ja, Offroad-Rennen gibt es auch. Das haben wir aber noch nicht frei, glaube ich. Ach, haha, da hat er einen Fehler gemacht. Das will er direkt bereuen. Sehr gut, guten Tag. Runde 2. Von vorne kommen die Bullen. Ich hoffe, die kriegen das hier noch nicht mit. Ach, scheiße, ey. Wegen dem Gegenverkehr nicht vernünftig rumgekommen. Nee, die Polizei kriegt das noch nicht mit. Bist du zwei Straßen parallel, daneben totale Straßenrennen, nur gestraightpipten Karren, das hört man eindeutig nicht. Würde ich meinen Nachbarn gerne auch mal sagen, das hört man noch nicht. Oh, komm, Alter, ich krieg halt so gar keinen Vortrieb hier.
muss halt wirklich über alle anderen Kurven den Vorteil holen. Hier kann ich ein bisschen cutten. Ja, hier hole ich am meisten Zeit raus. Ist ganz gut, dass diese eine Kurve nicht direkt am Ende ist, weil am Ende will ich ja natürlich dann den Sieg jetzt noch verlieren. Aber interessant, dass die Bullerei hier momentan... Ah, da vorne ist schon wieder einer. Momentan so ruhig ist. Aber gut, wir sind auch nicht in der Stadt. In der Stadt ist immer noch ein bisschen... Noch mal ein bisschen heißeres Pflaster. Wir sind ja im Industriegebiet. Da ist ja nachts nicht so viel los. Da sind noch ein paar komische Streetracer. So, come on. Gib ihm. Sehr gut. Oh, sorry. Sorry, sorry. Okay, jetzt bin ich in dem Abschnitt sogar schon mal vor ihm. Heißt, er wird hier maximal aufholen. Danach kann ich mich direkt dann entfernen. Come on, come on, come on. Come, come, come. Grip, 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 grip. Komm schon. Na, er kommt wieder ran. Shit. Aber die Kurve hier weiß ich ja klüger zu fahren als er. Also alles easy. Alles easy. Viele Kurven. Ahaha, die Polizei ist aber gerade genau auf dem Weg zur Stadt Zielgeraden. Das gefällt mir mal gar nicht. Bitte gehen Sie weg, Herr Officer. Hier gibt es nichts zu sehen, zu hören oder sonstige illegalen Aktivitäten. Davon halten wir nichts. Außer eine Menge Abstand. Okay, Rennen Nummer 2 auch ohne Probleme abgeschlossen. 2500 RP gab es dafür jetzt. Sehr gut, oder Rap. Fast, Alter, damit steigt man fast ein, krass, mit einem Rennen steigst du fast eine Fahndungsstufe auf. Holy shit, okay, das ist unerwartet. Man kann sich ja auch nicht porten, ne? Wir können uns ja auch nicht porten, ich muss überall hinfahren. Machen wir weiter. Rennen sammeln, Erfahrungspunkte sammeln. Level 10 will ich auf jeden Fall werden, das werden wir auch ohne Probleme. Mal gucken, wie weit ich guck mal, wie weit ich es jetzt treiben werde. Ich muss selber noch eine Grenze finden, wo ich mir selber sage, ob das jetzt vernünftig war, weiterzumachen. Und halt ist ja auch keine Bullerei unterwegs. Also entspannt zum Rennen kommen. Problem ist halt, umso mehr Rennen wir fahren, umso mehr kommen wir ins Visier, umso mehr ist auch Polizei unterwegs. Das müssen wir uns halt auch bewusst sein. Und die Rennen werden auch nicht leichter, wenn die Jungs doch mit da mitmischen. Das ist auch das Problem. Okay, da vorne haben wir schon mal eine Tankstelle, das kann man schon mal merken. Vollgas! Sehr wenig Polizei hier unterwegs. Ich feiere das gerade ein bisschen. Wir können uns komplett darauf konzentrieren, Rennen zu fahren. Wo man mir vorhin gesagt hat, natürlich auch Erfahrungspunkte wie gekloppt sammelt, ne? Das muss ich ja auch bedenken. Aber mit Rennen steige ich meine Fahndungsstufe schneller. Also zumindest finde ich, dass ich damit schneller hochkomme. Wir sollten jetzt nach dem Rennen fast schon Fahndungsstufe 2 sein. Dann können wir uns eigentlich schon um die Jungs kümmern. Dann können wir mal auf Polizeisuche gehen. So, lass das Rennen beginnen. Junge, was ist das für eine schiefe Straße? Ich war gar nicht ganz sicher, ob ich mein Bildschirm falsch eingestellt habe. So, na, stehen dann mal so. Okay, gut, dann. Ich fahre gerne Rennen. Schief. Moin, Jungs. Also müssen wir super viele Erfahrungspunkte sammeln, um Turbos freizuschalten. Ich will den 3Z Turbo laden. Allein um zu hören, wie das Ding Schnapp atmet. Da hätte ich voll Bock drauf. Motorsport wäre auch cool, aber Turbolader auf dem 3,7 Liter V6 ist eigentlich auch schon in Ordnung. Damit wäre ich auch schon sehr zufrieden. Vollgas! Holy shit, das war knapp. Kommt doch irgendwann eine Kurve oder fahren wir jetzt nur noch geradeaus? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich lade nochmal durch mit Nitro. Warum haltet ihr immer auf der Kreuzung an? Alter, was ist euer Problem? Jedes Mal. Dass ich jedes Mal auf irgendwelche Du hörst auch nur Kreuzung so, oh, das ist ein Pickup. Ja, der, oh gut, der ist ja schnell genug, der will da drüber und der hält an. Na, das ist schlecht. Da gibt es keinen Daumen hoch bei Yelp. Schlechte Bewertung für die Stadt. Verkehrsteilnehmer halten sich nicht an Verkehrsregeln. Stoppen ohne Grund auf Kreuzungen. Die Hälfte haben wir schon mal. Wir sind ganz gut dabei.
Die lange Gerade hat mir natürlich einen Arsch gerettet. Das Set geht eigentlich, Tosti Taken ist schon ganz in Ordnung. Da kann ich auch so mit dem Jack mit der S15 mal ein bisschen zeigen, was geht. Ja, nicht driften, nicht driften, nicht rutschen, ist nass, ich weiß, kommt gleich gerade. Dann rennen wir auf jeden Fall Level 10, also wir wären Level 10. Links sieht man jemand sein Ist-Devil und rechts das, was man als nächstes kriegen kann. Weil man muss die Nacht ja beenden, sonst bringt dir der Level leider gar nichts. Oh, fahren wir in die Stadt rein. Sehr gut, da kann ich da ja auch noch Rennen fahren rein, theoretisch. Ich merke schon, ich bin wieder risikobereit. Außerdem mag ich die Sprintrennen halt. Momentan haben wir den Fahrzeuglevel, um die Rennen zu fahren, deswegen lohnt es sich eigentlich mitzunehmen. Wenn man gerade eh in der Nacht ist und man kriegt ja eben mit dem Fahndungslevel einen Multiplikator, lohnt sich eigentlich mal mitzunehmen. Das ist halt mitten in die Stadt rein, Alter. Aber es ist immer noch ruhig hier. Immer noch sehr ruhig. Da links ist einer. So, jetzt sind wir auf jeden Fall Level 10 und Fahndungsstufe 2. Wahrscheinlich könnte ich meinen Arsch drauf verwetten. Ja, den war. Bei 1100 sind wir schon Level 11, muss der bedenken, ist eigentlich, hier ist kein Rennen mehr, scheiße. Gut, wir sind hingekommen, wo gar keine Rennen mehr sind. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Rennen. Zwei Rennen haben wir noch offen. In den Mendoza Keys und in den Wetlands. Wir können natürlich auch Rennen, die wir schon mal gefahren haben, nochmal fahren, aber das wäre ein bisschen langweilig. Deswegen fahren wir mal hier rüber. Komm, wir fahren noch ein Rennen. Komm, wir fahren weiter Rennen. Da müssen wir uns mal um die Volkssack kümmern, weil zwei Cops schalten sich nicht von alleine aus. Ja gut, manche Fällen schon, aber in den meisten Fällen nicht. Ich war jetzt auch kurz davor, durch die Tanke zu fahren, ein Mikro aufzuladen. Das sollten wir sein lassen. Wir fahren in der Nacht, ich darf nur dreimal. Da würde ich die Tanke auf jeden Fall nicht dafür nutzen, nur mein Nitro mal kurz aufzuladen. Das ist leichte Tankenverschwendung. Ja, Fahrstufe 2, ich fühle mich noch sehr sicher. Und dann im nächsten Rennen werden wir auf jeden Fall schon mal Level 11. Umso mehr Autos wir frei haben, umso mehr Auswahl habe ich für meinen Drifter. Man muss es überlegen. Also wenn ich mir natürlich leisten kann, aber mehr Auswahl ist nie verkehrt. Und außerdem haben wir dann mehr Performance-Teile frei. Kann man am Tag mal ein bisschen ausrasten. So. Das ist echt ruhig. Also ich überlege, Folge 3, da war ja aber kein Scheiß, da war hier Weltkriegsszenario. Ich weiß nicht. Ah, da vorne ist einer. Er dürfte mich aber nicht mitkriegen, denke ich mal. Also wenn du in der Nähe rumfährst, kriegen wir das schon gerne mal mit. Oh, wir kreuzen ihn. Ah, der ist über uns. Ne, das ist eine Brücke. Alles cool. Das ist sehr relevant, der dürfte es gar nicht mitkriegen. Der fällt gerade oben auf der Brücke. Die aber gleich runter. Ne, die kommt nicht runter, okay. Wir hatten aber gehört. Ist die dann in der Nähe? Das nehmen wir uns aber gerade kurz mit. Außerdem fahre ich dann den Polizisten nicht direkt in die Arme. Ah, da. Kann man hier Schönes. Weitere Street Art einsammeln, natürlich. Neues Deckel. Nice. Wir nehmen alles mit. Goldenes Wellenitro, da Wellenitro, goldene Welle Neon, das finde ich geil, das hätte ich Bock drauf, das dürfte ziemlich nice aussehen. Ja, okay, das Polizeiaufkommen ist trotzdem höher, es sind mehr da. Ja, wollen wir mal gucken. Wüstengott, Sprintrennen. Schauen wir mal, dann dürften wir gleich Fahndungsstufe 2,5 sein, also wir gucken mal. Also ich denke mal, wenn wir die Nacht beenden, erst alleine, weil ich die Folgensäcke noch einrechnen muss, ich muss ja noch eine auf jeden Fall anzetteln, werden wir locker Fahndungsstufe 3 sein. Das wäre natürlich für die Erfahrungspunkte gut. Fahndungsstufe 3 dürften wir mit 317 eigentlich auch noch entkommen. Leistungstechnisch ist der eigentlich. Man muss überlegen, wir sind ja die letzte große Verfolgungsjagd mit 30. Der war der Stock. Der 317 ist ja seriell schon ein gutes Stück stärker. Also ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass wir damit vielleicht was reißen könnten. Okay, Startphase, Bitch. Oh. Ja, das ging ja schon schnell los. Da habe ich sie ja schon. Geil, wenn ich jetzt entkomme, habe ich schon das Ding abgehakt. Oh. Oh, der hat Bock auf mich. Der hat Bock auf mich. Ja, super. Er hat vor allem auch nur Bock auf mich. Super. Ich habe gerade Scheiße gebaut. Das ist auch gut. Street in der Nähe habe ich gerade keine Zeit für. Ich würde es gerne einsammeln, aber beim besten Ding geht es gerade nicht. Wow, okay. So, dann geht die Party ja doch noch ab. Ich dachte schon, wir werden jetzt eine sehr ruhige Nacht haben, aber. Nein. Schade. Hätte ich offen können. Dann versuche ich erstmal das Rennen zu beenden und auf den Sack zu kriegen. Ah,
Bitte gehen Sie weg. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Oh, Scheiße. Ich will das Rennen erstmal gewinnen. Danach können wir uns gerne umeinander kümmern. Ich schwör's dir, ich nehme dir auch die Karre gerne auseinander. Das Zerstören wird dann lustig. Da muss ich ein bisschen gucken, wie ich das angebe, weil frontal reinhämmern ist eine dumme Idee, dann ist meine Karre mich auch irgendwann im Eimer. Da muss ich ein bisschen dran denken, dass ich an meinen Schaden dabei auch einen Blick haben muss. Ja, guten Tag. Oh, Scheiße. Na? Guten Tag. So muss das laufen. Ja gut, dann kommen sie mal, der verfolgt sich leider nicht. Dann haben wir mal gleich Level 11, das ist schon mal nice. Das ist jetzt schon mal nice, gab auch nicht so viel Erfahrungspunkte das Rennen leider. Okay. Jetzt frage ich, wie ich die beiden jetzt kaputt mache. Ja, ich weiß nicht, wie ich sie kaputt mache. Bam! Du in dem Nissan. Komm, wir müssen jetzt mal ein bisschen auf den Sack gehen. Gibt's mir zwar auch Damage. Ja, geil, macht euch die Karren gegenseitig kaputt. Ihr seid meine Männer, Alter. Alter, okay, nicht gut. Hey, was geht ab? Der Polizeifunk ist hier. Ja. Irgendwer hat die Cops so mächtig verärgert. Komm, es geht kaputt. Ich versuche jetzt mal unser Zielfahrzeug zur Seite zu drehen. Ich muss eine Tankstelle finden, sagen wir mal, weil sonst haben wir gleich ein Problem. Boah. Einen Kopf haben wir schon ausgestellt. Ah, wir brauchen nur noch einen. Okay, das ist nice. Wenn ich den kaputt kriege, wäre super. Lass dich kaputt fahren. Ich muss dich nur kaputt machen. Dann mache ich mich auch schon vom Acker. Bei Miet 3, das reicht für einen guten Multiplikator. Ah, da kommt es. Alter, wie viel Besuch kommt denn da von hinten? Fuck. Nein, keine Formation. Wow! Ach du Scheiße. Andere Richtung, zurück. Nein! Fuck, Alter, das geht jetzt aber gerade mal ganz böse nach hinten los. Offroad! Das war nicht der Plan! Push dich! Oh, Scheiße. Warte, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Gott sei Dank kann man ja im Singleplayer pausieren. Da vorne ist eine Tanke, hier vorne am Zielpunkt wäre auch eine Tanke. Boah, fuck, sind die alle weit weg. Ich warte mal, wir sind schnell zur Route. Ich kann keine Routen setzen, das ist assig. Komme ich überhaupt runter? Das ist die Frage. Wir fahren jetzt einfach rechts. Nächste rechts. Das macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich gehe nach Hause. So kann man auch Feierabend machen, liebe Leute. Scheiße. Fuck. Ich fahre jetzt nach Hause. Drauf geschissen. Nein, hör auf jetzt. Wo ist die Tank? Oh, fuck, ist das weit weg? Das ist ja am Arsch der Heide. Oh, die Karre weggeworfen. Komm, ich habe keine Leistung mehr. Das ist das größte Problem. Dass ich keine Leistung habe, weil der Motor so am Arsch ist. Komm, marsch hier. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich fahre. Ich kann es euch nicht sagen, ich sehe es nicht mehr. Wo ist die Kacktanke zum Geier? Ah, rechts um die Ecke, okay. Komm. Ja, wir kriegen Speed drauf. Tempo. Tanke. Ja, Mann. Boah. Fuck, ich muss aber einen Polizisten eigentlich noch zerstören. Na, scheiße, nein. Ah, machen wir das mit dem Kopf noch? Komm. Ich will das fertig kriegen. Ich will noch wenigstens mein Geld einsammeln. Jetzt habe ich angefangen damit. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Leben, jetzt kann ich mich ein bisschen um die Jungs kümmern. Ich muss so ein bisschen Übersicht haben, wer wo ist, dass ich keinen irgendwie abrupt abkriege. So. Ich werde aber einmal kurz drehen,
weil der Grund ist, dass ich dann ganz einfach, wenn ich Glück habe, wieder denselben Tank gefahren kann. Das wäre nämlich das Ziel. Sehr gut, okay, wir haben es abgeschossen. Jetzt muss ich nur noch loswerden. Oh, fuck. Jetzt muss ich die Jungs nur noch loswerden. Wir nutzen gleich einmal kurz die Tanke schon mal nochmal. Und dann können wir abhauen. So, repariert. Und jetzt muss ich wegkommen. Wenn wir das schaffen, wird das sehr geil. Wo kommt die Corvette denn her? Wir sind Stufe 3, Jungs. Ihr habt noch nicht, habt denn noch nichts zu melden eigentlich. Das, wo kommt ihr denn jetzt schon her? Scheiße. Fuck it, ey. Ah, scheiße. Stufe 4 schon wieder und ich wollte das nicht. Ich hab schon wieder gesagt, das wollte ich nicht. Ich muss meine klaren Grenzen kennen. Ich muss dann aufhören, wenn es Sinn macht. Wäre vorher gewesen. Wäre eindeutig vorher gewesen, Lukas. Nö, nö, nö. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, scheiße, Alter. Ich hab keine Ahnung, ob ich ihn wieder loswerden soll. Stufe 4 ist halt immer so echt so hardcore übel. Ficken, ficken, ficken. Swamplands. Ah, fuck it. Nitro, come on. Das wird nicht gut enden, das wird nicht gut enden. Ich werde schon wieder sehr viel Geld loswerden. Scheiße. Fuck it. Boah, das war knapp. Das war sehr knapp. Ich habe nicht die Leistung, um mir zu entkommen. Boah. Meine Fresse, Alter! Komm, Nitro! Nitro! Ich hätte einfach es gut sein lassen sollen. Ich hätte mich nicht gerne nochmal mit denen anlegen sollen. Das wäre eine schöne Stufe 3 Verfolgungsjagd gewesen. Wäre ein guter Multiplikator gewesen. Wir werden momentan... Nächste Stufe, die wir jetzt erreichen, wäre Stufe 13. Das wäre natürlich super geil. Also wenn wir es schaffen. Ich ein bisschen feiern. Oh, Junge, 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 ey. Ihr seid aber auch lästig, ne? Verpiss dich jetzt, Junge! Fuck, 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 fuck. Nein, ich bin doch noch gefahren! Ich bin doch noch gefahren! Oh, Junge, ey, Stufe... Ah, sind es bisschen Stufe 10 geworden? Neue Wagen freigeschaltet, ja, nice. Ah, fuck! Der Tuning-Shop bietet dir ein paar Abwechslungen. Das ist nett. Was hältst du davon? Neue Teile, ja nice, wir können den 3.7 Set schön aufbauen. Ach, fuck. Ah. Warte, ich guck mal kurz zum Auto hin, ich will mal kurz was gucken. Wie ich jedes Mal sage, ich riskiere nicht so viel, ich sollte es echt sein lassen, ich hätte einfach entkommen sollen bei Stufe 3. Oh, wären das viele Erfahrungspunkte gewesen. Und nicht, und vor allem nicht 50.000. Aber es waren nicht mal 50.000, es ging, aber wo, wie viel haben sie uns abgezogen? Die werden 78? Ja, 78 hatten wir, ne? Geh, also diesmal haben sie nur 28 abgezogen. Diesmal haben sie uns nicht so viel gekillt, glaube ich. Ja gut, letztes Mal war auch Stufe 5, ne?
Aber trotzdem wieder gut reingehauen, ey. Oh, das war schon wieder unnötig viel Geld. Jetzt kommt's gleich. Alle Autos, die ich mir holen wollte, wären 28.000 Level 11 gewesen. Ich guck grad mal rein. S15 könnten wir uns theoretisch leisten, aber das Ding ist halt ein Stock as fuck, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht mal so geil. Na, Stufe 12 gibt's noch nicht so viel Geiles. Ne. Ne, Stufe 14 fängt's erst richtig an, wieder cool zu werden. Ich hätte halt Bock auf mehr RX-7, ne? Aber kostet 59, halt. Da müssten wir jetzt nochmal... Ein Tagrennen müssten wir noch machen. Müssten wir ein Tagrennen noch machen. Dann könnten wir uns ein bisschen RX-7 schon mal leisten. Demos jetzt hätten schon längst leisten können. Ich sag's ja nur. Schade. Crew Trials. Stimmt, das sind Crew-Herausforderungen gegen die... Speed Coast Bronze, okay. Kriegen wir nicht auch gut Geld für. Das sind einfach so Time-Trial-Events. Die gibt's nämlich jetzt auch überall. Aber das ist über unsere Karre, glaube ich, noch zu langsam für. Ist auch noch eins. Auch noch zu langsam, ja. Ah, nervt mich das jetzt, dass wir kein Geld dafür haben. Das ist jetzt echt kacke. Das ist richtig kacke. Ja, liebe Leute. Ich überlege jetzt gerade. Machen wir die nächsten Folge nochmal eine Nacht? Oder machen wir eine Drift-Sache? Ich will ja eigentlich ein Drift-Event fahren. Eigentlich. Ich muss ja eigentlich auch Geld verdienen, ne? Die Nacht bringt mir ja nicht mal das Geld ein, was ich bräuchte. Na gut, ihr werdet sehen, was wir machen. Ich lasse es jetzt einfach mal offen. Ich lasse euch mal überrascht, was nächste Folge passiert. Ich hoffe, euch hat die Folge dennoch heute ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir ganz noch gerne einen Daumen oben da. Und dann sieht man sich in der kommenden Folge hier bei Need for Speed. Wieder ist einer. Tschö, tschö.